Sie suchen eine junge, zukunftsorientierte und digitale Steuerkanzlei, die Ihr Unternehmen auf das nächste Level bringt? Wir sind Klinger und Kollegen. Mit unseren aktuell 40 Mitarbeitern an den Standorten Sandhausen und Mannheim betreuen wir Unternehmen aller Größenklassen und Branchen. Beispiele hierfür sind professionelle Sportler, Startups, IT-Beratungsunternehmen und Immobiliengesellschaften. Wenn Sie von Ihrem Steuerberater mehr als die reine Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen erwarten, dann freuen wir uns auf das erste Gespräch mit Ihnen. Bis bald und viel Spaß beim Zuschauen. Yeah, ich bin im Bett, der Wecker klingelt, doch ich bleibe lieber liegen, dreh mich rum und beginn damit mein Bett noch mehr zu lieben als zuvor. Ergonomie und die Stille in den Ohren, ich bin dauerhaft in Form, ja, ich lieb diesen Komfort in dieser Zeit und ich bleib, brauch noch bisschen Energie, mit Power durchgestartet in ne Traumtherapie. Es ist Schlafenszeit, ja Mann, ich bin schlafbereit, denn im Gegensatz zu damals bin ich nicht mehr schlafbefreit. Federleicht fall ich in die Federn, kann mich nicht entscheiden, bin ich bei Betten Biermann oder träume ich vielleicht, wenn du wissen willst, wie der perfekte Schlaf ist, komm in Deutschlands Bettenfachgeschäft des Jahres. Im Bettenhaus Biermann find ich mein Bett, ja ich weiß, dort ist die Auswahl perfekt. Im Bettenhaus Biermann werde ich geschätzt und von meinem Schlaf in den Traum versetzt. Im Bettenhaus Biermann find ich mein Bett, ja ich weiß, dort ist die Auswahl perfekt. Im Bettenhaus Biermann werde ich geschätzt und von meinem Schlaf in den Traum versetzt. Hallo liebe Billardfreunde, hallo liebe Community da draußen. Ihr wisst, das Angebot steht nach wie vor vom AXA Team Pforzheim. Ja, wir geben 20% auf alles, außer auf Tiernahrung natürlich, ne, ist da. Also schaut in euren Ordner von A wie Auto bis Z wie Zähne. 20% ist unser Versprecher und jetzt wünsche ich euch weiterhin gute Unterhaltung.
Herzlich willkommen aus der Turtle Hunter Base. Heute ist Samstag und wieder einmal haben wir einen Matchday. Heute in der Hop-Runde mit Thomas Kirsch heute. Grüß dich, Thomas. Gleich vorneweg, wir haben einen Nachrückerplatz zu besetzen. Die hatten wir vor einer Woche gestartet. Es sind 8 Namen in der Kommentare, die wir aufgefasst haben. Hinter uns könnt ihr euch sehen. Einmal kurz zur Seite. Und die werden wir jetzt mit Thomas zusammen erstmal ziehen. Und dann haben wir gleich unseren Nachrücker in der Hauptfeld. So, hier haben wir 8 Nummern. Ja, Nummer 1, Marcel Rosso mit 8 Ball plus 20. Aygün hat sich wieder gemeldet mit 9 Ball plus 18. André Lachner aus Berlin, 8 Ball plus 18. Marc Meilert, unser Unterstützer, auch plus 18 im 8 Ball. Dann Dominik Deisenrieder, 10 Ball mit plus 17. Marco Schmidt, auch hier unser Kommentator heute, mit 8 Ball plus 16. Rolf Ma, plus 13. Und zu guter Letzt Oliver Schumacher, plus 10 im 9 Ball. So, hier haben wir 8 Zahlen und Thomas, du kannst bestätigen, alle 8 Zahlen sind vorhanden. Und dann wähle ich das jetzt hier einmal hier rein und gut durchmischen. So, wen hättest du gerne? Gibt es da auf der Liste, wo wir sagen können, ja, das könnte was werden? Den Olli. Olli. Den Olli Schumacher. Der muss Olli war Schumacher Nummer 8. So. Aber ich darf nicht gucken, ne? Nee, einmal ziehen. Es ist die Nummer 4 und einmal kurz zur Seite. Unser glücklicher Gewinner Marc Meilert darf nachrücken auf das Hauptfeld und dann würde ich sagen, ziehen wir noch einen Nachrücker. Nachrücker ist Nummer 6. Ist Marco Schmidt. Also, wir haben somit das Feld wieder komplett. Ja, durch die Absage von Dimitri Jungo. Und es ist dazu gekommen, dass wir Nachrückerplatz jetzt neu vergeben. Insofern Glückwunsch an dich, Marc Meilert. Und wir werden Kontakt mit dir aufnehmen und bald auch die Spiele terminieren. Ja, und zum heutigen Eck des Abend, Thomas Kirsch, wieder mal in der Haus, war es hier auch in der Season 2, damals mit plus 8 die Vorgabe auf 30. Was ist da jetzt noch von der Erinnerung geblieben? Da habe ich auf die Mütze gekriegt, ne? Das war ziemlich schnell vorbei. Viel daneben geschossen, hatte eigentlich gar nichts verloren hier. So. Damals, glaube ich, war Roman Höbler noch mit, ich glaube, plus 16, plus 17 ist er durchgekommen. Hättest du damals mit plus 8 gewonnen, wärst du jetzt zweiter Platz. Mhm. Im Nachhinein war das schon, hattest du eigentlich die besten Chancen mit der Achtervorgabe. Mhm. Bisher hat er ja noch nicht viele gewonnen. Ja. Juri, unser deutscher Meister, jetzt nochmal Gratulation, ist weiter mit plus 18 und Mario Gulic. Das bedeutet, die hohen Vorgaben, das hat jetzt auch nichts zu sagen, dass man gewinnt und unbedingt ist keine Garantie gegen Holger. Aber du bist heute mit 18 gestartet. Erzähl uns was ein bisschen über dich, damit die Zuschauer dich auch nochmal kennenlernen. Wie lange spielst du schon Billard? Ich habe mit 17 angefangen, Billard zu spielen. Jetzt bin ich 47. Ja, 30 Jahre. Abzüglich einer 12-jährigen Pause. Okay, dann etwas über 15 Jahre. Ich habe es noch nicht ausgerechnet, aber es ist schon eine Weile. Ja, und ich schau mal, also ich spiele gerne alles mit, deswegen bin ich hier dabei. Die Vorgabe, die habe ich anhand der Vorgaben der anderen Spieler gewählt, weil ich einfach immer gerne spiele, wenn ich auch was gewinnen kann. Und ich habe einfach mit einer niedrigeren Vorgabe, habe ich gedacht, okay, dann spiele ich ja nur mit, dann kann ich eh nichts gewinnen. Also habe ich gedacht, versuche ich es. Eine Strategie habe ich nicht. Ich habe lange nachgedacht, aber da ist mir nichts. Ja, wir bleiben heute bei 18, plus 18. Ja, ja, ja. Und 10 Ball haben wir als Disziplin. Damit kann ich ja noch einen Platz machen, ne? Ja, klar, wenn du heute gewinnst. Ja, also hat es jetzt auch noch nicht. Also wir haben jetzt auf der Team-Turtle-Seite 24 Siege zu 2. Und da kommen aber jetzt noch, sag ich mal, gute Spieler. Und da sind wir mal gespannt, wer da jetzt alles qualifiziert. Ja,
Wir haben ja auch noch das Event in Gießen, Gießener Billard Expo ist gestartet. Das Feld im Hauptfeld 9x, 10x ist ausverkauft. Jetzt haben wir natürlich mit dir zusammen One Pocket Turnier auf die Beine gestellt. Ein 16er Feld mit 200 Euro Startgeld. Und ja, One Pocket, das ist dein Thema. Und du hast dich damit befasst. Und ja, als wir uns auch kennengelernt haben, kam es auch mit One Pocket an. Das kam ja aus dem, ich glaube, aus den Niederlanden im Norden. Hat sich in Berührung gekommen und jetzt ja, haben wir jetzt One Pocket Turnier auf die Beine gestellt. Und sehr gut. Ja. Ja, ist das etwas, wo wir sagen können, das wäre der Weg für viele Spieler, die sich jetzt noch interessieren würden? Also es hat mein Billardspiel insgesamt verbessert. Mein Verständnis für das, was ich da am Tisch versuche, hat es auch ein bisschen verbessert. Und also wie gesagt, mich hat's gepackt und ich habe es bisher immer so erlebt, dass das Spiel erstmal eher abschreckend wird, weil es, wenn du nichts darüber weißt, dann kann es fürchterlich langweilig sein, dazu zu schauen. Das ist ähnlich wie wenn du jemanden beim Schachspielen zuschaust und du verstehst nichts davon. Ja. Und, aber in dem Moment, wo man sich ein bisschen damit beschäftigt und schon mal weiß, worauf es ankommt, da wird es dann plötzlich interessant. Und bei mir ist das einfach auch durchs Zuschauen in dieser 12-jährigen Pause gekommen. Und das hat mich dann auch wieder an Tisch bewegt. Aber es ist ein Spiel, mit dem sollte man sich vorher beschäftigen, sonst braucht man es eigentlich nicht spielen. Ja, das ist auch so wie das hier ein Zockerformat. Und ich glaube, One Pocket ist auch so ähnlich. Da wird auch viel gezockt in den USA. Wir haben auch große Beträge. Ja, das ist ein Wissensspiel natürlich, das bringt einen Vorteil an Spieler. Es ist ein Entscheidungsspiel. Das ist wie beim Pokern auch, wenn man da keinen Druck hat. Wenn es im Pokern ohne Einsatz geht, auch nicht. So ist es auch beim One Pocket. Deshalb geht es auch, glaube ich, um die Kontrolle der Weise auch viel und wo man die Weise hinplatziert und ja, und den Gegner ausspielen. Auch für, und wir haben auch ja, über 10 Anmeldungen, um genau zu sein. Und ja, es sind ein paar top-deutschen Spieler dabei, wo mit denen ich eigentlich nicht mit Fun Pocket in Verbindung gebracht hätte vorher. Ja. Und insofern, es sind noch Plätze frei und ja, für Last-Minute-Entscheidungen, falls jemand nach Gießen kommen möchte, am 29. findet das genau statt. Und parallel haben wir noch das 9-Ball-Turnier. Ja, und heute ist auch unser Jugend-Event, das die vierte Übung ist, gelauncht. Und da hoffen wir natürlich, dass dadurch viele Jugend erreicht werden. Erzählt es weiter, auch in euren Vereinen, die auch vorhaben, das Jugendabteilung zu erweitern oder wo es da noch nicht steht. Das ist nämlich ein gutes Angebot für die Jugend, einfach mal Schnupperkurs zu nehmen, die Übung zu üben. Kostet kein Startgeld und es gibt auch einen großen Preis zu gewinnen. Ja, also da denke ich mal, ist jeder ein Gewinner. So, Strategie haben wir gesprochen, hast du heute nicht viel. Mir ist keiner eingefallen. Lässt am besten die Turtle nicht am Tisch rankommen. Ja, sie spielt sich jetzt schon warm und würde ich sagen, begeben wir uns in das Match. Würde ich sagen. Ja, Marco Schmidt aus Alzey kommentiert heute mit mir zusammen und wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und bis gleich. Alles klar. Oder müssen wir noch auf ein Zeichen warten? Ich darf anfangen? So, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Samstag, Primetime. Und Thomas Kirsch gegen Holger Fea, die Turtle, 18 plus, stramme Vorgabe, wenig Fehler, klar. Bin auch sehr gespannt, wie gesagt, sein letztes Match, Thomas, war ja nicht so gut.
Und er hat vorhin erzählt, dass er beim letzten Mal auch nicht so trainiert hat. Jetzt ist er vorbereitet. Und er breakt direkt von der Seite. Auch sehr interessant. Beim Warmspielen war es noch zentral. Und einmal dry. Kameraeinstellung. Ja, 1 auf 2, direkt tricky. Zum Warm-up hier. Ja, sehr gut gespielt. Schlau gespielt. Ganz wichtig beim 10-Ball, wenn man eine schwierige Situation hat. Einfach schlau aus der Kiste rauszugeben oder besser gesagt das eigene Problem dem Gegner zurückzugeben. Ich muss gerade mal gucken hier von der Kameraeinstellung. Na, das sieht schwer nach 2 Vorbanden aus. Und Foul, also 2 Stöße, einmal Try Break und das Foul gemacht. Kein guter Start im Moment, aber gut, es ist ja noch nichts passiert. Das sieht nach Save Nummer 2 aus. Oh, der war nicht gut. Ja, da wollte er einfach Press 4 kommen. Dass es so ziemlich egal ist, wie weit die 1 da rollt. Jetzt kommt sie natürlich so weit raus, dass sie sogar direkt drauf spielen kann, ja. Und schade, knapp. Ja, wenn die 1 gegangen wäre, hätte er die 2 noch sehr gut gesehen. Und so hat er auch eine gute Safety-Quote. Ob der hier safe ist, kann ich nicht sehen. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, die geht. Ja. Zwar gut gelocht, Tempo ein wenig unlucky. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerade in den Chat von YouTube oder Facebook. Ich hoffe, Ton und Bild, alles passt alles. Zumindest sollte dem so sein. Auch wieder das Save und der ist wieder gut. Sehr gut ausgeführt. Ja, 4 Kugeln insgesamt kontrolliert. Sieht sich scheinbar noch dünn. Ja, hat ja einfach das Foul vermieden. Legt 5 und 7 auch ein bisschen schwer zu bespielen hin. Ja. Übergreifer hier. Auch der ist sehr gut ausgeführt. So, die ist besser. Auch sehr gut ausgeführt. Doch egal, hat sich eben noch ein bisschen warm gespielt. Kam halt etwas später, wie ich letzte Mal.
Er war schwer zu kontrollieren, weil er ja wusste, dass er an der, dass er die 7 auf jeden Fall berührt. Und ja, die 6 geht jetzt, glaube ich, in beide Löcher nicht. Weder in die Mitte noch in die Ecke. Kopf links wäre vielleicht noch eine Lösung, aber das ist halt sehr dünn. Das war ein reiner Safe-Versuch. Auch wenn es aussah wie ein Kiss-Shot. Versucht der Kiss-Shot auf die 7, dass die 6 in die Ecke geht. Aber ich glaube, er wollte mit Weiß unter die 8. Die 8 scheint Press zu liegen. Also die muss man auch sehr gut einstellen hier. Er guckt sich das Ganze jetzt auch sehr genau an. Dankeschön, Dennis, für das Feedback. Ton, Bild, passt alles. So, jetzt sind wir mal gespannt, wie er die 8 einstellt. Okay, einmal Bussi. Kein Wohlfühlfaktor, direkt wieder abgesetzt. Und die Oma gesucht. Ah, deine eigene, okay. Eigenen Aufsatz. Der hat jetzt einen. Er hat die 7 Fuß rechts angesagt. Ich sag sie hier in die Mitte. Jetzt sagt er sie in die Mitte an. Wie ihr sehen könnt, zeigt das ja an. Ja, schlau gespielt. Ja. Aber ich glaube, die 8 wäre nicht so gut zu spielen gewesen. Holger legt beide an die Wande. Zumindest der Versuch. Jetzt kommt es auf den Winkel an. Die Kamera ist gut. Ja, das liegt gut. Dann kann der Netzbänder versuchen. Die weiße bleibt wieder auf der Seite liegen, wo er jetzt auch liegt. Macht er nicht. Und. Schade, schade. Die 7 geht. Geht diese 7. Und. Eieieiei. Ein interessanter Laufweg, der Turtle hier. Und auf jeden Fall ein sehr umkämpftes erstes Spiel. Wir hatten doch einige Wechsel jetzt schon. Und Ball in Hand bei 18 vor ist Pflicht. Und die 10 fürs erste Spiel. Und da ist es. 1 zu 18. Ja, hallo, liebe Community. Da bin ich wieder. Habe ich nichts viel verpasst. Erstes Spiel. Sehr umkämpft. Ein paar ja. Safe gespielt. Ja, auch beide Foul gemacht. Drybreak auch. Und er hat von der Seite gebreakt, obwohl er beim Warm-Up die ganze Zeit zentral gebreakt hat. Ja, also wir sind da ein paar Situationen durchgegangen. Tatsächlich will der auch jetzt taktisch mit dem Break auspacken. Ja, dass man jetzt alles versucht, natürlich die Turtle zu Fall zu bringen, sage ich mal so. Man muss ja alle Optionen durchgehen. Um das Spiel zumindest schwer zu machen. Ja, mental musst du natürlich stark sein.
bei dem Format. Und ja, plus 18 ist eine Hausnummer. Siehst du wieder von der Seite? Ja. Also wie beim neuen Ball eigentlich, ne? Ja, wie beim neuen Ball, aber hier schaut er natürlich, dass die 1 da Mittelloch fehlt. Ja, kam jetzt nicht direkt, hat die 5 getroffen. Und Dryback Nummer 2. Ja. Ja, das Break von der Seite hat natürlich damit zu tun, dass du deinem Gegner nicht wirklich eine offene Partie hinterlassen möchtest. Und das Ganze halt taktisch gestaltet. Servus, Rainer Biermann. Rainer Biermann von Bettenhaus Biermann. Dann haben wir Oliver Jansen, Dennis Pries wieder mal im Livestream zu sehen. Wir werden dich auch bald hier in der Kommentatorbox begrüßen dürfen demnächst. An alle Hunter, die noch kommen. Ja. Oh, ihr versteckt. Oh, oh. War das Foul in hinten? Nee. Wir hatten bloß die 1 gelocht. Die 1 war verpasst. Aber er hat es ihm schwer gemacht, ja? Safe-Versuch. Ja, das sieht er noch. Ja, wir hatten vorhin darüber gesprochen beim Break, wenn das halt zentral ist, dass es eigentlich immer offen liegen bleibt, wenn nichts fällt. Und ja, hat halt gesagt, dass er das eigentlich vermeiden möchte. Boah, super hier gemacht. Press Save. Hinter der 6. Schauen wir uns nochmal hier an. Ja, letztes Wochenende noch hier mit Marc Wolf gesessen und die Jungs aus Berlin. Und heute mit dir, Marco. Ja, der Patrick, genau, der war, der Patrick Ries war das, ne? Ja, Patrick Ries, Doppelspieltag. Und ja, leider auch bei Patrick ein bisschen unter seinen Möglichkeiten gewesen im Spiel. Ja, da kam der nicht wirklich rein. Und ja, gut rausgekommen und resave. Ah, ein bisschen glücklich hier war ja eine kleine, ganz klar der Pott anvisiert, ja. Der lag halt da. Und ja. Aber ich glaube, auch den sieht er. Ich habe vorhin mit ihm gesprochen über die Länge des Matches. Das ist, gerade wenn es denn umkämpft ist, gut. Mhm. Ja, böser Mistake hier von ihm. Ja. Das ist so ziemlich das, was nicht passieren darf. Ja, 9 oder 6er Treffen. Das ist ja sehr, sehr anstrengend, das einfach über so lange Distanzen hier. Und die lutschen da rein. Und in den Bällen, ja. Keine Probleme mehr. 6 geht an der 10 vorbei. Ja. Ja, Holger war ja auch am Montag und gestern auch in einem Turnier, ein Hausturnier. Und da hat er jetzt nicht die Performance gebracht, die er jetzt hier in der Base zeigt. Und da hat er auch die Begegnung mit Thomas Kirsch gehabt und ja, da hat der Holger verloren. Daher ist hier die Vorgabe schon berechtigt. Aber, ja, aber nicht 18. Wir waren, um die Turniere etwas zu spezifizieren, wir waren am Montag in Ludwigshafen und gestern waren die Herrschaften in Bingen. Freunde aus Bingen zur Friday Night. Ja, der Thomas hat das Turnier am Montag gewonnen. Auf eine sehr interessante Art und Weise, wie ich finde. Mhm. Und ja, er hat halt durch seinen One-Pocket. Ja, da hast du auch das Bandenspiel, ein, da kommst du halt auch. Seine Skills einfach grundsätzlich, ja. Ja. Auch eine Bande, auch, Vorbande, Keyshots, ja. Er weiß halt viel. Die Umsetzung ist ja manchmal das Problem dann, ja. Der Unterschied zwischen dem, was ich spielen möchte und was ich tatsächlich spiele. Ja. Ja, da steigen viele mit dem Safe aus und dann, wobei da ein Banker liegt zum Beispiel, das sieht man auch. Das hat er mir vorhin auch erzählt, ja, wenn da so ein richtig geiler Ball liegt, dann kann er da nicht so immer wieder stehen, wie er eigentlich sollte. Mhm. So vernünftig mit dem Safe aussteigen. So, und das sieht hier nach dem ersten Spiel für die Turtle aus. Das erste Safety Battle gewonnen. Und Ausschuss. 1:19. Jetzt gucken wir uns Holger seinen Break an, das wird definitiv offensiver gestaltet sein. Heißt zentral.
und mit Mach 4. So, haben wir einen Break. Oh, nicht schön getroffen. Geht halt gut in dem Fall. Ja, rutscht definitiv zu weit rechts in die 1 rein. Und hat dann einen schnellen Cut. Die 1 geht direkt weg, die 9 Kiste auch nochmal. In dem Fall gut gegangen, langfristig keine gute Wahl. Sollte man immer zentral treffen. Dass sie nur zurückdotzt und eigentlich relativ zentral liegen bleibt. Ja. Da wo die 2 liegt eigentlich jetzt. Genau, aber hier hat er einen Einsteiger sogar. Eine 2er Kombi auf die 5. Die orangene 5, da Fuß rechts. Die das Loch ziemlich groß macht, so wie sie liegt, genau. Hier ist Fuß rechts. Die 3 geht aber nicht an der 6 vorbei. Muss er jetzt schon schauen. Genau, schaut sich mal die Position an für die 3. Oh. Bleibt eine gute Kombi liegen, 2-6. Das macht die 2 nach dem Kontakt. Dann muss er sogar einen Nachläufer spielen. Nicht, dass die 8 dazwischen liegt. Das heißt, fest kann er den eigentlich nicht spielen. Also ganz leicht on lassen, genau. Wow, trifft ihn sogar perfekt, dass die 2 liegen bleibt. Ich habe so das Gefühl, Holger spielt heute so eine Art No-Mercy-Billard an Thomas hier. Der will ihn gar nicht geben. Sie ist gut motiviert. Ja, das ist ja der eigene Anspruch, wenn er denn unzufrieden ist mit den Turnierleistungen. Ja. Und ja, sieht ja sehr gut aus, ne? Für ein An-Aus, für das Erste. Oh, verschieß hier. Mit Ansage, immer das Gleiche. Sieht gut aus und nur noch das reinrollen und immer wieder das Gleiche. Bup, ist die Ecke da. Das sind die Chancen, die Thomas wirklich braucht und mitnimmt. Ja. Muss er ja auch, ja, bei der Vorgabe. Und ja, ich weiß nicht, ob er dabei bleibt, um das Ganze zu breaken. Weiß nicht, ob du es schon erwähnt hast. Thomas hat genau denselben Tisch zu Hause bei sich. Okay. Ja, also Diamond von Markus Dienst. Ah, hat die erwischt, die Kante. Diamond-Tisch von Markus Dienz, ja. Der war auf der Ball des Sports, hat er gestanden. Okay. Hat ihn dort dann abgebaut und dann bei Thomas installiert. Ja. Eigentlich hätte er schon einen Vorteil, weil die Banden und das Trug sogar identisch sind. Ja, okay. Wenn er denselben Tisch hat oder bauähnlich, auf jeden Fall. Aber der beste Trainingsvoraussetzung für die Turtle hier. Ja, aber das ist Turtle Hunter Bay, ist nochmal noch was anderes. Sehen wir auch hier unseren neuen Partner Aquendo, die Firma von Patrick Ries mit Rohrreinigung und natürlich Aramid, Billiard Ball. Das Kühl von Markus Dien ist auch noch verfügbar für einen Spitzenpreis von 2500 Euro mit der Unterschrift der Pro-Edition-Spieler. So, bleibt der Thomas jetzt beim Seitenbreak? Oder geht er doch in die Meter? Er geht in die Meter. Er geht in die Meter. Er kann nicht an der Seite bleiben, da. Ja, es wird schon variiert, darauf können wir uns schon mal drauf einstellen. Ach, der etwas zu weit links getroffen war, okay. Super Einsteiger, ja. Hier von der Seite.
Ach, vielleicht stellt er sich hier auf der anderen Seite, der 2, dann 2 9er Kombi. Mal schauen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also ich habe das nicht gewusst, dass er denselben Tisch hat. Schon ein Riesenvorteil auf jeden Fall. Ja. So, wie spielt er den jetzt? Sehr, sehr soft. Weil die 9 liegt ziemlich weit drin. Ja, ja, nein. Kontrolle über die 2. Okay, fest genug, ja. Gut gemacht. Und ja, keine Probleme, ne? Kein Cluster. Nix. Spielt auch relativ flüssig. Ja. Was sein natürliches Spiel ist, ich kenne ihn ja. Schon oft gegeneinander gespielt. Hättest du ein bisschen zu kurz? Genau, einen Tick weiterlaufen können. Ja, entweder einmal komplett zurück. Das gibt einen Zugball. Ne? Ja, dann zieht er in die Wand rein. Dann holt sie sich raus. Jawohl. Ah, spielt schon zügig, ne? Ja, dann natürliches Zeit, Tempo eigentlich, ja. Keine Zeit zu verlieren. Das liegt ja auch kein Problem da. Muss man ja noch einmal ran, was da liegt. Also in der Theorie einfach, wie immer. Auch hier gutes Tempo. Ja, ein Aus, ne? Wenn das reinmacht. Ja, so soll das sein. Der Hunter muss sich muss ankommen und sich wohlfühlen. 1-1 nach an aus, korrekt? Nee, das, der Holger hat es verkackt, die 3. So, jetzt habe ich das Break verpasst, aber war erfolgreich. Es sind 2 Kugeln gefahren und ja, schwer von 1 auf 2. Ja, die 2 nur bedingt spielbar. Ja, die 1 kann man noch ganz dünn reinpotten. Ja. Ich habe mal eine kleine, machen wir mal eine kleine Strichliste. Vielleicht sehen wir ja ein paar an aus. In Folge sogar. Er nimmt sich Zeit zurecht. Ja, die 4. Die 4 liegt hier ohne. Echt nicht schön. Ja. In sein natürliches Feld reinzukommen da. Und der halt ein bisschen kürzer kommt. Ich frag mich gerade, wie er da jetzt rauskommt. Entweder hier. Ja, mit viel links kann man den spielen. Ganz viel links. Also eigentlich fast nur Efe. Ja, so, versucht. Okay. Bleibt die 2 halt lang, genau. Ja, ja. Hat den jetzt wahrscheinlich mit noch rechts gespielt. Den Lochwinkel hier. Oh, wird schon ganz dünn. Oh, zurück. Die andere. Der geht noch. Ja. Der geht noch. Dann kommt er ja genau. Zu dünn kann er ja spielen, ja. Auf die 6. Und der war zu weit. Ja, wollte hier aber leider so weit. Ich traue ihm schon bald zu in der Situation, glaube ich, heute aber schon direkt. Ja. Er weiß ja, wenn er zu dünn kommt, läuft die 2 mega oft safe. Ja, weil die Weiße rollt ja wieder hoch. Und jetzt hat er dann ein Liegen.
3, 5 und Weiße liegen ja in einer Linie. Es sah ja schon wie gewollt aus, weil die 2 ja ganz dünn gespielt hat. Und wie gesagt, ich traue dem den Ball zu. Ich glaube, aber in der Situation wollte sie direkt noch porten. So, jetzt sind wir mal gespannt, was er hier vorhat. Er wird die 3 ansagen. Ja? Ja. Das ist halt dieser Klassiker, man sagt etwas an. Auch wenn er den so geplant hat, dass er eigentlich wieder neu liegen bleiben soll. Hier ist aber der Einsteiger für Holger. Der 3. Ja. Andreas Wittmeier, herzlich willkommen zu unserem heutigen Abend. Der Tölhander-Spiel Nummer 27. Heute mit Thomas Kirsch. Und ja, wer war auf der Deutsche? Ich glaube, heute ist vorletzter Tag der Deutsche Meisterschaften. Dann geht das zu Ende. Die Europameisterschaften finden ja auch noch statt. Genau. Aber glaub, die gehen auch dem Ende entgegen, ne? Ja. Sehr schöner Ball, ja. Technisch schon ein anspruchsvollerer. Und ja, er fliegt es wieder easy. Ja. Das zweite Safe-Fehler wäre das, dass ihm das Spiel hier kostet. Und dann würde auch schon die 2 vorne stehen. Und der Hunter selber hat noch keine 5 Spiele, was im Kopf vielleicht das eine oder andere auslösen könnte. Die 6 gerade so gut und die Weiße rollt nah an die Wanne. Jetzt guckt er auch wegen dem Winkel. Das scheint nicht groß zu sein. Ja, wie man hier sehen kann. Minimal kann er ausnutzen. Okay, er scheint straight zu sehen. Es geht hier gleich steil rein. Steiler Mart. Oh, hat's gut gemacht. Sehr gut ausgeführt, ja. Was ist passiert? 3 zu 20. So, mal gucken, ob er Holger jetzt zentraler trifft. Wow. Ja, trifft zentral, aber in dem Fall zu weit oben, fehlt, ja. Fehlt nichts. Fehlt nichts und auch zu weit oben. Die Weiße läuft dann zu weit dem Reck entgegen und dann läuft ganz oft eine Kugel, so wie hier, 2 noch davor, die 2 und die 3. In dem Fall ist es ja gut, ja. Aber wenn was fällt, ist es halt nicht so gut. Tim, der Markus Kamuch ist deutscher Meister im Achtball. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch. War auch hier auch, schon, ja. Hat er auch schon hier in der Base gestanden. Ja, eine tolle Leistung von ihnen, dadurch das Feld zu kämpfen. Da ich hier die Möglichkeit habe, möchte ich natürlich auch nutzen. Juri, wir hatten ja hier, als er hier war und ich das Spiel kommentiert habe, auch über die deutsche Meisterschaft gesprochen. Und ja, dass es ein Riesenwunsch ist, da einfach mal erfolgreicher zu sein und dass es dann direkt geklappt hat im 10. Mal. Ja, dann kehrt er hier Hammer zum Finale. Ende Dezember als, ja, Mitte Dezember als deutscher Meister. Ja, mega auf jeden Fall. Ja, da auch ein Publikum vor Ort. Und da kommen wir aus Bad Wildung, also das ist ein Traum. Ja. So, was passiert hier?
weiteren bei. Und wieder Save Mistake. Save the Mistake an Force Error. Ja, dann ist halt. Ja, es läuft nicht, ja? Es ist eine schwierige Situation. Thomas versucht dann safe zu spielen. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass er viel verschossen hat, nämlich einen Ball oder so. Ja. Und die anderen hat er ja nicht gesehen. Ja, da gibt es noch andere Bereiche, wo man Fehler machen kann. Ja, im Safe. Ja. So schaut das. Aber gut, Herr Holger, mal gucken. Alle Bälle noch auf dem Tisch gewesen. Er ist schon zu stark heute. Ja. Ist das deine Prognose, ja? Ja, das ist. Der ist ja jetzt schon viel zu viel am Tisch, also. Das ist jetzt schon fünftes Spiel, sechstes Spiel und hat zu viel Tischanteile und kommt gut an die an offene Bälle und dann ist er sofort drin. Welches ist sein Lieblingsspiel? Ist das Zehnball? Ja, Rotationsspiel, also Achtball muss eigentlich nicht sein. Also Zehnball, also Neunball ist er, hat er ganz gute Quote und deswegen wählt keiner auch Neunball wirklich. Da hat er wirklich gute Ein-Aus-Quote. 10-Ball ist es noch so ein Mittelding, wo er sagt, da könnte was gehen, ja. Wobei 8-Ball ja auch abhängig von den Hunter, dass sie hier mit Tri-Break und so ja, starten und dann. Ja, genau. 8-Ball ist das Break halt, ja, wo ich halt sagen muss, ja, da kann man schon ein bisschen mehr variieren, wie ich finde, ehrlich gesagt. Habe ich noch nicht so viele schöne Variationen hier gesehen. Da geht deutlich mehr. So, das ist passiert. Das ist schon das 21. Spiel. Nur noch 9 Spiele für Holger. Ja, es ist und bleibt das härteste Format auf Erden, so wie wir das geworben haben. Ja. Liebe Community zu Hause. Könnte ein schneller Abend und kurzer Abend werden. Andreas will auch nicht mehr gegen die Turtle antreten. Ja, nicht in der Base, würde ich mal behaupten. Eventuell auf ein Hausturnier. So, und wieder das Break. Hat jetzt auch das letzte Mal Dry Break. Acht kommt zu kurz, zwei kommt perfekt und Weiße läuft und läuft. Ja. Glücklich. Ja. Glücklich. Fällt auch sehr oft. Ja. In dem Fall gut gegangen. 5 sieht tricky aus im Moment. Na, 5 ist oben. Das ist die 7 da unten, ne? Ja. 1-4 direkt. Ja. Holger macht sich lang und Holger ist ein Langer. Hat sich ja das Problem mit der bei der 5 gekümmert. Jetzt läuft ihm die Weiße zu weit. Ja gut, den kann man noch direkt angehen, ja. Den schickt man dann über 3 Banden wieder hoch. Das ist vom Tempo schwer zu timen hier, dass er auf der richtigen Seite liegen bleibt. Dann geht ihr noch an. Oh, super, mit Tempo-Gefühl her. Schau dir das an. Und jetzt geht so entweder das Kombi oder eigentlich könnt ihr auch an der 8 vorbeischleusen. Ja, das war ja das Problem, da er ja 2 Banden wählt, hat er immer die Kombi. Besser wäre 3 Banden gewesen, dass er bei der 8er liegen geblieben wäre. Ja, jetzt. Der ist natürlich schwerer vom Tempo gewesen, klar. Das darf er eigentlich nicht so festspielen, ne? Ja, doch, eigentlich schon. Er muss ihn so festspielen, dass er die 8 portet, die 5 in die Bande läuft und wieder raus, ne? Also ja, du redest von der Kombi. Ich sehe jetzt gerade irgendwie der. Der muss die Kombi spielen. Muss die Kombi, ne? Passt ja nicht mehr an der 8 vorbei. Was heißt muss? Muss gar nichts.
Ja, Kombi. Ist okay, ist okay. Ja, kann er schön reinrollen in die Ecke. Das Einzige, was er nicht so schön erkennt, dass er die Weiße halt wirklich fast presst an der Bande liegen lassen. So ist es ein gut machbarer Ball, um auch das Spiel zu holen. Macht er sehr gut, trifft ihn sehr gut. Jetzt muss er relativ kleineres Fenster, also heißt relativ klein, es ist nicht so großzügig das Fenster für die 7 hier. Aber immer noch im gut machbaren Bereich. Reicht. Ja, ansonsten, was gibt's Neues zu berichten? Über? Über generell Billard-Situation, Ligaspiel, Läuft. Ja, wir sind im Moment auf Platz 2, ein Punkt hinter Bing. Und gegen Bing dürfen wir noch. Bing ist Nummer 1, ja. Bing ist in der Oberliga. Genau, in der Oberliga. Ja. Von Rheinland-Pfalz. Wäre schon jetzt ein Wunsch, in die Regionalliga aufzusteigen? Natürlich ist das Ziel. Genau, das ist das Ziel. Zeitweise stark aufgestellt. Also würde ich schon sagen, dass wir für die Oberliga. Also was macht ihr dann unter euch aus? Das kann man so nicht sagen. Ja, oder gibt es da noch eine Mannschaft oder so? Es gab jetzt einige Spiele, die unerwartet doch unentschieden ausgingen. Auch die Bingener hatten ein Unentschieden jetzt letztens. Waren nämlich eigentlich 3 Punkte von. Ich glaube, die Südwestpfalz war es, glaube ich. Haben so unentschieden gespielt. In Südwestpfalz. Ja, in der Oberliga ist ein Riesenunterschied, ob du auswärts. Also ab der Oberliga ist das, finde ich persönlich, den Unterschied sehr groß. Ob man zu Hause spielt oder ein Auswärtsspiel hat. Na, lach Mitte. Ja, ist an aus, ne? Ja. Da kannst du einen weiteren Strich hinzufügen. Ja, Thomas, das sieht nicht gut aus im Moment. Offiziell ist sogar der Holger Fander mit 3 zu 4. In diesen Form, die kommen dann dazu, ihn jetzt überhaupt vorgabieren. Ja, er hat es vorhin genau richtig formuliert. Was soll er machen? Ne? Er kann ja keine 13 vorgeben. Also mit 13 kommt schon nicht ins Finalfeld, bin ich mir. Ja, wir werden nochmal an das Format daran feilen, ja, würde ich sagen. Es muss ja was her, um die Leute daran zu hindern, nicht sofort auf hohe Vorgaben reinzugehen, sondern dass man mit Bedacht da rein, und wir wollen natürlich niemanden daran hindern. Ja, da musst du aber auch bei den Profis, da musst du Maximum auf Vorgaben. Selbstverständlich, ja. Weil die kommen ja direkt mit 19, so, und jetzt wird schon. Ja, das wird so in der Art, glaube ich, wirklich. Das erste Gebot war die 19. Ja. Das war das erste Gebot. So, ich glaube, zum Teil war es sogar 21, und das hat. War der eine, der hat das Spiel noch nicht gesehen. Und ja. Das kann auch richtig formuliert, ja. Er hat ja die 18 nur gegeben, um was gewinnen zu können, ja. Ja, es muss auch im unteren Bereich und vor ja, eine kleine Vorgabe auch sein, weil nur so viele. Und die ist soweit geworden. Eigentlich gutes Break. Macht die 1 wieder. Das heißt, der Thomas sitzt schon wieder. Seit dem 3 zu 20. Ja, dann hat er den. Das ist ein machbarer Jump jetzt. Machbarer Jump. 2 Bandenpositionen. So, wie bleibt die 2 jetzt liegen? Sehr gut. So, das kann man nicht noch besser hinlegen. Ja, ein Träumchen. Da die nächsten 4 Kugeln alle im selben Tischhälfte, nichts liegt im Weg und ja. 3 liegt im Loch, 4 liegt im Loch. Die 6 ist halt nochmal, da muss er halt gut einstellen. Ach, ja.
Ja, der Thomas ist ein spielfreudiger Spieler, spielt gerne Turnier, egal wo es stattfindet. Ja. Ich glaube, spielt auch alles wie, also ist mir ja schon sehr ähnlich, der spielt halt auch alles. Ja, kann jetzt muss er stehen bleiben. Es ist noch rechtzeitig stehen geblieben. Der Fehler ist vorher passiert, ja, die Weiße wieder zu nah an der Wand. Und sein Stellungsfeld war dann Striking begrenzt. Safe aus. Versuch von Safe, wirklich. Das ist keine Safe. Ja. Nee, das würde Holger angehen und sogar. Das ist der vierte Safe, der dritte Safe. Vierte. Also Miss Safe, sagen wir mal so. Der ist ja kein Safe in dem Fall. Ja, Safe Versuch. Missglückt. Da muss man aber gar nichts machen, würde ich sagen. Es läuft für die Turtle, würde ich sagen. Ne? Ja, das hat eigentlich Fehler gemacht und wird jetzt nicht bestraft. Es geht jetzt in andere Richtung. Oh, oh. Das war in technischer Ausführung setzen 6. Ja, so früh hochgegangen und den kompletten Stoß verzogen. So, eine Banne angesagt. Ja. Okay. Mit dem Safe-Gedanken, ja, klar. Servus Christian. Christian Dingler, genau, in Dingelfing. Beim Pool Fever. Saturday in Pool Fever. Groß an der Santos. Wie heißt diese Jump-Variante? Dart-Technik. Dart-Technik, okay. Korrekter Stoß. Ich bleibe die 9 liegen. Ja. Ah, die ist schon noch dünn, ja. Ja, muss er machen. Ja. Gutes Tempo, ja. Vier zu 22. 8 Spiele zu 26. Das ist eine Hausnummer. Das ist schon viel. Große Zahl. Hausnummer an der Wand. Ja, ich erinnere mich direkt jetzt an Juri. Da war es, als die Aufholjagd begann, stand es schon, da hat Juri schon 12 Spiele gehabt. 12, 24. Und dann hat der Juri ein sehr gutes Safe gespielt. Und ja, dann hat er einen Run gehabt und ja, also immer wenn es schwer war, ist er dann ausgestiegen, ja, dann hat er Heuer gerade Fehler machen lassen. Ja. Und so kam er dann ran und ratzfatz stand es auf einmal 24. Ja, das ist totale Kontrolle. Aber da hat er schon 12 Spiele gehabt, der Thomas hat ganze 8 Spiele weniger. Was es für ihn natürlich noch schwieriger macht, das wird schon sehr schwer. Und jetzt kriegt er endlich die 1, aber die Weiße rollt zu weit durch. Und die 2 kommt noch. Ah, wenn das der Plan war, dann ist alles gut. Aber wir sehen hier direkt, wenn man halt von der Seite breakt, hat man hier ein enges Feld für 4. Ja, die Kugeln sind dann schwer einzustellen, beziehungsweise Kontrolle ist schwer zu handhaben. Kann mich bisher noch nicht so anfreunden mit dieser Break-Variante. Ja, das ist auch nicht üblich.
Ja, gut gelockt. Ja. So, was machen wir jetzt mit der 4? Muss ich jetzt gut darauf einstellen. Oh, Anarchy. Ja, er war halt schon mega offensiv, ja. Aber das hätte schon besser laufen können. Hat die 5 da mitgenommen? Ja, zu dick. Etwas zu dick getroffen. Jetzt brauchen wir eine gute Idee. Da gibt es nur die eine Wande-Variante. Einmal hier unten. Ja. Und dann, je nachdem, wie du sie triffst. Ich würde auch was sagen, der sieht die noch auf der rechten ganz, Seite. Ganz dünn, ne? Das ist eben zu unsicher. Liegt jetzt nicht. Schaut der Holger auch mal, ob die 4 Press liegt. Ja, war ja, korrekt. War korrekt. Auch gut gespielt vom Tempo her. Passt perfekt. Ja, ob diese defensive Spiele muss der Holger sich ja schon einlassen mit Thomas. Es gibt noch eine andere Break-Variante, wo ein nur Break und 4 Kugeln an die Bande ranlässt. Also da bleiben noch ein Gruppchen. Schauen wir mal, ob wir das heute hat sehen. Die 5 von hinten getroffen. Ja. Aber was hat der Holger jetzt vorgehabt? Ich nehme fast an, der wird die 9 angesagt haben oder die 5 irgendwo. Ja. Also wie er da reingegangen ist, hat er irgendwann angesagt. Das können wir ja natürlich nicht hören. Und angezeigt hat er nichts. Und ja, jetzt Chance. Mal gucken, ob er sie sich jetzt nimmt. Auch ein bisschen zu weit, ist noch okay. Alles von grünen 6, rote, grüne 6. Brauche auch Gefühl, die ist dünn. Das heißt, weiß ist schnell. Ja. Schickt er sie auf die 10? Gar nicht. Ich würde fast sagen, der wird die 8 mitnehmen, oder? Ja, ja, das ist echt, das ist schief gegangen. Ja, definitiv. Schief gelaufen. Gehen wir da drauf? Ja, er sieht den nicht. Soll irgendwie nicht sein, nein. Wobei mich echt interessiert, was er davor hatte, ob er die 10 treffen wollte oder die 8 mitnehmen wollte. Bei der 7. Na, die Fehler darf man halt ja nicht machen. Wenn man so viel vorgibt, dann ist es eigentlich extremst wichtig, die ersten. Was schießt, wow. Die ersten 7, 8. 10 Spiele eigentlich gar keinen Fehler zu machen, ja, ja. Sich immer zu holen. Weil mit der Vorgabe hält der Holger ja auf jeden Bänder drauf. Ja, muss er ja auch. Geht ja darum, das Ding selber zu gewinnen. Schöner Vorbänder vom Tempo. Und Thomas hier. Der zweite überraschende Fehler. Vorhin die 3 auf die Ecke. Jetzt ja, die 8. Holger ist ein Gastgeber. Thomas schläge mich. So, 5,22. Naja, ja. Das muss er beihalten. Ja? Man muss jetzt eigentlich mal ganz schnell hochgucken, dass er auf 10, 11 erstmal rankommt, bevor der Holger sich mal wieder ein Spiel holt, wenn überhaupt. Regulär steht es damit jetzt gerade mal 4,4, ne? Ja. So, welche Break-Variante wählt er jetzt? Wieder zur Seite.
Ja, versuch schon die 1 direkt auf die Mitte zu botten. Aber wir haben genau dieselbe Situation wieder im Mitteloch, hier auf der Seite, wo er breakt. Wo ja, das kommt alles auf der, da haben wir jetzt von uns aus gesehen, rechte Seite. Genau, dass da also sich alles ein bisschen blockiert, was die Kontrolle halt schwer macht. So, in dem Fall kann er ein gutes Safe spielen. Ja, aber langfristig. Ob das halt erfolgreich ist, ne? Boah, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall mal gut geparkt. Gut geparkt. Das ist die Monatskarte fürs Parkhaus. Ja, er legt ein Problem hin. Versucht es zumindest, die 4 da reinzulegen. Ja, das bietet nur noch weiteren Safe-Möglichkeit für Thomas an jetzt. Kann jetzt die 2 lochen. Ja, das ist aber genau das, was ich gesagt habe. Er kann sich da erlauben. Er ist ja immer noch 17 Spiele vorne. Ja. Weil der Thomas halt schon ein paar Safety-Fehler hatte. Aber am Ende spielt ja nur eine Rolle, was davon erfolgreich ist. So. Geht die 4 irgendwo? Auf jeden Fall mal gut eingestellt. Wir haben die Mitte schon, wenn er die 10 trifft, ja. Ich weiß ja nicht, wie viel Winkel er hat, ob er welchen hat. Vielleicht safe spielen. Der Holger hat ja schon einen Foul. Macht er auch. Ja, drückt die 7 ein bisschen raus. Ja, jetzt kann der noch ja über eine Bande. Das ist jetzt nicht so zwingend. Ich glaube, die 8 stört er komplett. Das heißt, die eine Bande geht da nicht so. Und selbst wenn, ist es ein Übergreifer. Alter, also, die 8 stirbt komplett, ja, die Seite. Ja. Die ist schon ein sehr gutes Sale. Also 2 Vorbanden, ja, und das V. Zweite. Auch hier von der Ausführung sehr schnell ausgeführt. Beim zweiten Ausholt schon durchgezogen. Und jetzt ist es offen, ne? Mit Ball in Hand. Ja. Der minimalen Winkel weg, so der 6. Oh. Jetzt ist es kein Safe-Fehler, jetzt ist es ein Stellungsfehler. Ja, Holger hat 2 Fouls. Muss Safe spielen, ja. Muss ganz klar Safe spielen. Ganz, ganz dünn. Ja. Und jetzt die Ansage, 2 Fouls und... Tja, 2 Fouls. Sehr wahrscheinlich trifft der Holger jetzt die 6 mit einem Bomben-Resave oder sowas. Was ja dann auch der Klassiker wäre. Okay, einmal die 6 in die Ecke angesagt. Oh, viel Effekt, wenn er da hinkommen will. Da trifft die voll, ne? Trifft die frontal. Ja, korrekter Stoß, ja. Ja, vermeidet das dritte Fouls. Ja, guckt sich hier an, 2 Banden dann auf die 8 zu rollen. Macht das ohne die 8 und... Nein. Und Glück kurz. Für mich doch ungewöhnlich, weil das ein Spiel hat ganz ordentlich ausgesehen. Dass hier doch der ein oder andere Stellungsfehler sich beim Thomas offenbart. Ja, ist jetzt sehr häufig in der Anzahl. In dem Spiel jetzt schon 2, ne?
Das war eigentlich nicht notwendig. Katastrophe, muss man so sagen, wie es ist, ja. Ja. Kriegt der Ball in Hand. Dann hat er ein gutes Save und hat einen guten Einsteiger und ja, es darf hier nicht passieren. Jetzt fehlt die 10. Okay. Keine Auswirkung. Ja, jetzt hat ja Holger die lange 7. Die wird er, so wie ich ihn kenne, wahrscheinlich einfach nur reinrollen und halt ausschießen, ne? Erwischt hier zuerst die Bande. Eine weitere Chance in diesem Spiel für Thomas. War doch relativ so, deutlich verschossen. Außer ja. Hinter der 9, bitte. Das ist jetzt auch eine gute. Er lässt sich etwas länger liegen. Ja, dass er nicht mehr immer. Sehe ich sehr oft dann, dass die Leute sich etwas längere Bälle hinlegen dann. Wenn sie sich immer wieder verstellen. Ja. Auf die Mitte. Gut, also scheint zu funktionieren. Drittes Spiel in Folge. Ja. 6-22. Ja, wir haben vorhin noch, bevor wir das Interview gemacht haben, haben wir Nachrücker gezogen. Und der Glücklicher, der nachrücken darf, ist unser Marc Meilert. Und ich musste nachschauen, aber ich glaube, der hat 16 vorgegeben. Und weiterer Nachrücker ist unser Maro Schmidt hier. Maro, yeah. Wie kommst du damit klar? Du bist ja schon in der zweiten Quali und hat eventuelle Möglichkeit, ja auch im Hauptfeld mitzuwirken. Ich bin ja gespannt, falls ich beide schaffen würde, wenn ich überhaupt mitspielen darf bei der ersten. Ja, aber das klären wir dann, wie wir das machen. Aber du würdest natürlich im Hauptfeld mitspielen. Ja. Du hast 18 vorgegeben? Was hast Nein, du? Nein, 16. 16, ne? Ganz vernünftig. Zwei ja, Spiele. Mega vernünftig. Mega zwei Spiele vernünftig. Weniger. Die Manorado hat mich am Montag gefragt, wie ich halt darauf komme. Und ja, ich habe ja die Formate vorher gar nicht mitgespielt. Mhm. Und ja, ich will es mir halt aktiv einfach angucken. Wie kommen Sie denn dazu, denen überhaupt was vorzugeben? Warum nicht? Das ist eine Herausforderung und ich mag Herausforderungen. Natürlich ist es eine heftige Herausforderung, ja, was die Vorgabe angeht, aber das Format ist ja auch so gemacht, dass es heftig ist, dass du die Leistung überhaupt abrufst. Ja, aber das hast du wirklich nirgendwo, ja. Ich sag mal jetzt ganz komisch, groben Vergleich. Schöne Zweige von ihm. Auch wenn die gerade so gefallen ist. Drin ist drin. Ja, Herausforderung ist auf jeden Fall. Und jemand, der das liebt, der nimmt das auch gerne. Ich finde den Tisch auch. Ich mag den Tisch. Echt. Und da ist wieder. Ja, der ist. Ist okay. Meinst du? Ja, der ist okay. Ist okay. Naja. 5, 7, 8 ist auch offen. Wenn er eine richtige Winkel hat. Wenn die 8 eine falsche Winkel hat. Ja, der ist so kurz. Der ist so kurz. Den muss er da liegen lassen. Er muss die 8 nehmen, so wie er ist. Ja, könnte vielleicht noch das Loch ausnutzen. Das sollte man nicht machen bei dem Spielstand. Da sollte man die 8 lieber nehmen, wie sie ist. Macht er auch. Das reicht doch noch. Ja, riesige Mittelloch. Mittelloch ist großzügig. Björn Rommel, 17. Bei der DM geworden. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das muss man erstmal schaffen. Ja, überhaupt dahin zu kommen, ja. Ja. Ich hoffe, du genießt die Luft in Bad Wildung. Ist ein Kurort. Ich war noch nicht dort. Ja, ich war auch noch nicht dort. Ich wäre gerne mal dort gewesen, aber es gab ja jetzt schon länger keine Landesmeisterschaften. Ja, mal gucken, wie die nächsten. Qualifizierungen und Landesmeisterschaften laufen, wird gerne dort mitspielen, der Olli auch. Weiteren ein Aus für Thomas Kirch. Ein Aus war das, ja? Ja. Davor war immer der Holger mal mit einem Save dran, ne? Ja, Commentary Box. Ja, wenn ihr unsere Arbeit und der Kommentatoren hier
super findet, könnt ihr gerne unterstützen. Die PayPal-Adresse haben wir hier und das wird nochmal erscheinen. Ja, im Finale verlosen wir dann ja unter den Unterstützern tolle Sachpreise. Yeah. Oh, jetzt wieder von der Seite das Break. Da fehlt ja auch, ja, es fehlt was. Na, die 1 ist jetzt auch ein bisschen unglücklich, hier wäre eigentlich wieder rausgekommen, ja. Dass sie dann, ja, so schwer bespielbar an der Bande liegen bleibt. Hier bietet sich ein schönes Safe an, ja, die 1 einfach rechts anzuspielen, dass die 1 gerade runterläuft zu 10 und die Weiß bleibt auf Höhe 6 liegen. Jetzt guckt er sich den Bender an, der zwischen 5 und 9 durchpasst. Das ist so das, was er gemeint hat, ja. Ja, da passt er kaum durch. Ja, das ist halt die Herausforderung für ihn. Er mag halt diesen geht ja und ja, das ist das, was er vorhin gesagt hat, ja. Wenn der dann so Schmankerl da liegt, kann er ja nicht widerstehen. In dem Fall liegt er nicht wirklich. Nee, der liegt nicht gut. Also ich würde ihn auch nicht gut finden. Ich würde das Selfie auf jeden Fall. Der ist schon ganz dünn und irgendwie hat sich das auch angesagt. Die 9 war da, also hat den Weg definitiv blockiert. Das hat vielleicht die Frage ist ja, guck mal, selbst wenn die, wie spielt er weiter? Guck mal, er sieht die 2 nicht direkt. Und wenn die 1 noch weiter reinläuft, hat er selber das Safe liegen. Also das war kein schlauer Ball. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht die 9 gesagt hat. Ja, selbst wenn. Es ist zu schwer. Also er geht ja zu schwere Wege. Um ja, das langfristig erfolgreich gestalten zu können. Jetzt auch unschön der Übergreifer hier, geschlossene Haltung. Viel blau. Oh. Und der rollt noch hoch. Der rollt noch hoch. Nee. Nee, das ist total safe. Safe da. Total, total. Wow, wow, wow. Ara safe. Okay, geht noch an der Ecke. Und es bleibt offen liegen. So aktiv, so Holger den letzten Eingriff gehabt bei 3,22. Ne? Mal gucken, ob der Holger, wenn der Thomas das halten kann, so bis 10 oder 11, dann immer noch so lochsicher ist. Lassen wir uns überraschen. Hallo, Tora. Toro Söckchen, ganz liebe Grüße. War es auch kurz auf der Deutsche, ne? Bist ja wieder zu Hause. Gibst du einen kurzen Feedback, wie das für dich war? Bestimmt eine tolle Erfahrung, ja. Eine. Ich glaube, der Toro hat alles gespielt, oder? Echt? Ich glaube, der Toro war die ganze Zeit dort. Oh, aber nicht gut. Eieiei. Stellungfehler. Ja, was tun? Was ist hier jetzt eine schlaue Idee? Ja, da holen, sag was. Ja, kleinen Bogenball.
treffe, ist nicht das Problem, sondern wie die liegen bleibt am Ende. Ja, für den mehr könnte, würde ich sagen, konnte ich ja nicht machen, ne? Ja. Hat er gut gemacht. Einsteiger ist da vom Holger, dünne 3. So und wieder auf die Ecke. Jetzt das erste Mal moniert. Unzufriedenheit macht sich breit bei der Turtle. Neunter Platz von Tore. Hast du nur 14-1 gespielt? War der Meinung, du hättest mehr gespielt. Während der Thomas hier schon bei der 9 ist. Und die 10 zum 8:22. Jahre noch drin, aber nicht viel. Ja, schön, Tore. Also bist du dann jetzt quasi die 10 Tage komplett vor Ort wahrscheinlich? Ja, wie gesagt, wenn sich die Möglichkeit bietet, würde gerne auch nochmal Deutsch spielen. Nur den einen oder anderen deutschen Titel vielleicht zu holen. Warum nicht? Kann man mitnehmen, ne? Wenn ich ja schon mal hinfahre, kann ich auch einen Titel mitnehmen. Ne? Macht ja Sinn. Bin ja nicht so. Bin ja total flexibel. So, was haben wir ja. Am besten alle 4 Disziplinen. Warum nicht? Oder, ja. Wenn es nach mir geht, würden wir auch 10 Disziplinen spielen. One Pocket, Bang Ball. Ihr habt ja bei eurer Landesmeisterschaft, wird das alles in einen Tag geregelt. Ne? Das soll jetzt wohl auch noch anders laufen. Ne? Es war vorher so, dass es... Bezirksmeisterschaften und dann direkte Landesmeisterschaften. Das soll jetzt wohl anders sein, dass man sich für die Landes qualifizieren muss, weil wir bei der direkten Landesmeisterschaften, bei den Senioren, so viele Teilnehmer hatten, dass der Tag zu arg war. Das wird am Samstag eine Disziplin gespielt und am Sonntag. Ja, und wenn du am Samstag über eine Stunde, anderthalb Stunde fahren musst und du kommst erst um 3 Uhr nachts raus oder so, ja, das ist zu arg. Und so soll das halt jetzt wohl gestaffelt, dann so sind meine Informationen, aber da lassen wir uns überraschen. Ja, finde ich gut, dass nicht so viele zur Landesmeisterschaft selber hinkommen, ja, dass das Feld kleiner ist. Und ja, ist ja für alle Spieler angenehmer, während der Thomas hier. Also er bleibt bei seiner Break-Variante, bringt sich aber auch nicht wirklich rein, weil er dadurch immer, ja, jetzt schon zweimal im Safe League. Nach dem Anstoß, ja. Was geht da? Ich frag mal so, was geht da ab? Also, welche Strategie verfolgt er? Eine, die ich nicht teile, so viel würde ich sagen. Ja, es ist zu schwer. Ja, so wie die Einzel liegt, wahrscheinlich ist er auf die Ecke gekommen, dass sie wieder runterrollt. Ja. Und ja, es ist so schwer. Ja, Tore schreibt, es ist schwer dort. Ja, das ist auch hier schwer in der Base. So ähnlich kann man das vergleichen, glaube ich. Mit Nervosität ist zu rechnen und Aufmerksamkeit da von allen Seiten. Jetzt guckt er sich einen Push an. Ob er eine schlauere Position für die Weiße bekommt. Okay, Leckchen.
Holger sagt, spiel du. Steht gar nicht auf, okay. Bubi, servus. Hat er was angezeigt? Nicht, okay. Kann man jetzt nicht erkennen. Olga sieht die 1 aber nicht direkt. Ja. Korrekter Stoß. Safe, ja. Safe. Jetzt hat er 4, 5. 9 Kugeln auf dem Tisch. Und kein. Ja, kein dankbares Layout, ne? Lochversuch. Gutes Tempo. Entschuldigt sich. Ja, wobei Holger kann den ja noch dünn anspielen. Ja, heute Morgen noch mit Bubi gekämpft im Finale. Heute wieder. Sehr schön dabei von Holger. Ja. Wie lange ging das Turnier? Ja, bis 2 Uhr. Das ging eigentlich. Okay. War voll? 17 Teilnehmer. Okay. Ja. Sebastian Ludwig war nicht da, so haben wir unsere Möglichkeit genutzt, in guten Platzierungen einzufahren. Ja, Sebastian noch auf der Deutschen. Ja, muss man ausnutzen. Einmal im Jahr kommt sowas vor. Ja, da hat Thomas vorhin die 8 und die 5 gespielt und somit ein Problem kreiert. Das kann ich jetzt. Jetzt hat er nämlich sehr gute Killshot hingelegt. Der wird auch ansagen, ja. Der liegt sehr gut. Ja. Ja, der wird die 8 hier an. Ach, die 5 ist... Ne, die 4 ist jetzt jetzt einmal dran. Das ist ja die 5. 5, 8, jetzt schauen wir mal. Tatsächlich. Vielleicht geht das aber. Habe ich andersrum gesehen. Okay, geht die? Der geht? Die geht doch nicht, ja. Die geht nicht. Doch, in die Mitte. Ah, nicht. Oha. Die geht nämlich. Das hat Thomas so hingelegt, das ist ein Problem. So wie der Holger da drauf gehalten hat, war er sich doch relativ sicher, dass sie doch noch geht. Wenn du halt links und rechts keinen Platz mehr hast, dann musst du halt genau treffen. Ja. Ja, der ist ein bisschen viel Winkel. Gucken, ob er ihn halten kann oder ob er ihn pendeln lässt. Ein bisschen pendeln. Ja, sicher gelocht. Da ist es, zweistellig. Ich glaube, Holger hat schon gestellt. Ach, hat er schon gestellt? Ja. Bleibt noch bei 9,22. Und jetzt gleich weiter nach einer kurzen Werbung. Sie suchen eine junge, zukunftsorientierte und digitale Steuerkanzlei, die Ihr Unternehmen auf das nächste Level bringt? Wir sind Klinger und Kollegen. Mit unseren aktuell 40 Mitarbeitern an den Standorten Sandhausen und Mannheim betreuen wir Unternehmen aller Größenklassen und Branchen. Beispiele hierfür sind professionelle Sportler, Startups. Ja, definitiv. Ja. So, wieder von der Seite. Also er bleibt dabei. Vielleicht ist das ja was Neues, was jetzt in Trend kommt. Thomas ist ja schon ein bisschen so Aberglaube, ne? Schon so ein bisschen. Und wenn er halt merkt, jetzt haben wir wieder diese Klasse hier auf der Seite. Er sagt ganz klar zu sich, warum soll ich jetzt breaken, dass alle Kugel offen machen und Olga eine leichte Partie hat. Es funktioniert ja auch für ihn, ja. Es funktioniert ja im Moment so auch für ihn. So muss er sich hier durch die Bälle manövrieren und ihn erstmal ausbremsen quasi, dass er nicht wegläuft vorne.
ist eine, ich sag mal, akzeptable Variante. Ja, das hat im Moment funktioniert. So, mal gucken, wie lange. Und bei dieser Vorgabe soll doch alle Möglichkeiten also durchgehen. Ja, da können sich auch andere Hunter davon abschauen, wenn das jetzt wirklich erfolgreich funktioniert und jetzt den Sieg einfährt. Wieso nicht, ne? Ja, ja, eben. So, jetzt hier 4-10er Kombi. Und gemessen und ausgeführt. So, geht die 5 an der 10 vorbei? Ich meine nicht. Er kann ja eine Tod-Safe spielen, ja, hinter der 9. Mit der 5. Ich habe vorhin angefangen, eine Strichliste. Ich vergesse die ganze Zeit, die Striche zu machen für Troll. Ist nicht so statistisch und so, ist nicht so meins. Ja, wir haben ja eigentlich einen Statistiker. Letzte Season 3 hat Benny das gemacht. Sehr schöne Safety hier wieder. Ja. Also er macht das richtig. Versucht gar nicht erst irgendwas Verrücktes, sondern spielt hier konsequent seinen Safe. Korrekter Stoß. Ja, schwer. 7 an der 9. Ja, die passt vorbei, okay. Ja. Das Stellfenster ist halt nicht so optimal. Na, ja, verkackt. Und wieder safe. 7 hinter 9. Das ist ein Gassenkind. Die geht da durch. Ja. Gassenkind? Gassenkind heißt das, ja. Die geht da super schön durch. Muss man gar nichts machen. Ja. Ja. Genau. Aber trotzdem, die Rechnung würde aufgehen. 6 Spiele beim Thomas und ein Spiel Holger. Dann würde der Thomas das noch aufholen. Schauen wir mal, wo es hinführt. Und die 10 zum 9-23. Ja, Turtle Hunter Format. Da gibt der Hunter die Turtle eine Vorgabe und die Vorgabe bestimmt das Startfeld. Haben wir am Anfang ja 32 Startplätze gesucht. Wir sind jetzt fast einen halben Weg haben wir hinter uns. Drüber, wir sind schon ein bisschen drüber. Bisschen drüber, ja. 48 Partien. Ja, wobei, und wir sind jetzt in der 27. Wobei die zweite Qualifikation, ich weiß nicht gerade, wie viele Spiele Holger schon gestritten hat. Ja, von dem ersten Qualifikation, ja, ich meinte ja alle Majors. Von allen Matches sind ja 48. Ja, da kommen ja auch die Top 8 Ergebnis weiter. Bisher haben wir nur 2 gewonnen. Muss man weiter schauen, wer sich hier durchsetzt. Ja, auch hier so viel Nachläufer. Weiß aber bis unten an die kurze Bande gelaufen. Ja. Aber er hat den Einsteiger. Offenes Brett. Gucken, was er draus macht. Gutes Tempo. Ja, ich kenne die in- und auswendig. Na, stopp mal. Oder vielleicht ein bisschen hinterher laufen lassen. Okay. Ja, einmal zurück. Wäre stopp mal besser gewesen. Einmal zurück.
Und ja, wäre der Stopper besser gewesen. Zu schwierig. Dann hätte er nur tief spielen können. Er ist super schön hochgelaufen. Jetzt muss er. Ja, mach 4 da wieder rein. Klar kann man den spielen, aber der ist halt anspruchsvoller wie der andere. Ja. Technisch sehr gut ausgeführt. Stehen geblieben. Im Stoß. Ja, ein bisschen kurz. Wieder eine sehr gute 9. Ein Aus. Ja, ich war mir jetzt nicht ganz sicher, warum wir noch, warum Thomas jetzt bei der Break-Variante von der Seite weitermacht. Und da war er eigentlich schon gut im Stoß, ne? Und der ist ja jetzt reingekommen. Und der hätte jetzt von der Seite auf die Mitte wechseln können. Ja. Weiß man nicht, was in einem Spieler vorgeht. Nee. Und vor allen Dingen nicht in den Huntern. Ja, das Finale. 18. und 19. Das wird eine. Ja, eine Schlacht. Acht Qualifikanten gegen 8 Turtle geben. Das geht über 2 Tage. Der erste bekommt 5.000 Euro. Ui, ein böser Kiss. Das erste Breakfall, oder? Ja. Weil, muss man das nicht unbedingt aufschreiben, oder? Ja, man kann es schon mal mit erwähnen. Das passiert jetzt nicht so selten eigentlich. Ja. Wir haben jetzt 14 Spiele. Nee, 15 sogar. Das ist das 16. Das erste Breakfall. Ist okay. Ja, einmal das Training-Layout. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Ja, ein sehr dankbares Layout auf jeden Fall. Also Holger hat jetzt 2 Spiele mitgenommen. Oh. Oh, was willst du? Come on. Bleibt ja. Super als Spender liegen. Ja. Da wollte er echt viel machen mit der Weite. Ja, das war ist gar jetzt nicht notwendig. Ja, gerade gewesen, ja. Passiert schon schnell, wenn der gerade liegt. Bup, war die Ecke da. Spielt keine Rolle am Ende, vergebene Möglichkeit. Aber mal für Thomas hier und. Erreicht. Ja, vergebene Möglichkeit in der Tat. Ja, wie gesagt, jetzt viermal missglückte Saves, die immer zum Spielverlust führten. Und zweimal verschossen jetzt. Ja, das war jetzt das. Die gerade 5 da auf Eckloch. Das muss nicht sein. Ja, ich bei der Vorgabe. Jetzt steht es 9,25. Das sieht jetzt schon sehr dünn aus für ein Thomas. Was ja vorher schon nicht gut aussah, der Start. Ja, so Fehler darf man nicht machen, bei der Vorgabe nicht. Bei dem Spielstand. Vorgabe ist ja schon hart. Ja, und da lief es halt nicht so. Saves kamen nicht. Darf schon was gar nicht machen. Brauchst jede solche kleine Möglichkeit. Ja, die muss man mitnehmen, ne? Ich meine, mit dem Spiel wäre jetzt bei 10 gerade mal gewesen, überhaupt mal zweistellig. Mhm. Da hätte er noch 20 Spiele gehabt. Ja. Wir reden schon wieder, als ob es vorbei ist. Das ist es natürlich nicht. Ja. Nur die Chancen, das hier zu holen, sinken. Ja, wir sehen sie, das war eine klare Chance. Super Break hier. Ja, super getroffen. Oh, yeah, sehen yeah. Wir auch. 2-3 bleiben nahezu im Loch liegen. 1 liegt super. Bewegen sich beste alle Break des Matches. Richtung vor Lochs. Legen sich alle vors Loch, ja. Und 2 Kugeln sind gefallen, genau. Wow, sogar zu weich fast.
Ja, die geht auch noch ganz dünn. Okay. Der Bänderversuch geschuldet der zu kurzen Position auf die 3, um besser auf die 5 einzustellen vom Holger. Der Thomas versucht wieder ein Save, der missglückt. Ja. Und er macht die 3 auf die Mitte. Muss überlegen. Das war jetzt interessant. Ein total schöner zu spielender Ball und überlegt 5 Minuten. Und spiele mit Konter, wow. Ich hätte ihn laufen lassen mit oben links, ja, da wäre super schön hinter der 8 rausgekommen. Er hat einen Übergreifer. Ja. Deswegen hat er überlegt, okay. Ja. Ach, keine Übergreifer. So, Handschuhfarbe ist jetzt schwarz. Was ist es sonst? So hat er mit der Rote angefangen. Das sind so die Interval, die er bringen muss, wie in der Formel 1. Das heißt, du musst einmal die Handschuhe gewechselt haben. Apropos Handschuhe, ja, sind noch jede Menge im Lager. Könnt gerne E-Mail an mich schicken. Oder direkt über Facebook Messenger. Haben wir einen Staffelpreis von, ja, 3 Stück 33 Euro, ein Stück 15 Euro. Gibt es in Schwarz, in Rot und in Blau. Für Rechts- und wie für Linkshänder. Super schöne 9, ja. Und die 10 zum 9 zu 26. Die Turtle-Maschine läuft. Na, ja, da war jetzt ein kleineres Spike drin. 6 Spiele für den Thomas in Folge. Und ja, jetzt sitzt der Thomas wieder etwas länger. So, Holger wieder beim Break. Das letzte war perfekt. Auch hier, auch gut. Gut getroffen. Er hat hier einen Kiss von der 9 bekommen. Und ja, ein sehr gutes Break. Drei Kugeln sind gefallen. Keine Probleme. Sollte man sich halt als Hunter überlegen, für alle, die hier noch kommen, ob 10 Ball eine gute Lösung ist, wenn man so breakt. Das ist mal. Die Position, die erste, die er sich angeguckt hat, zwischen 10 und 5, die nenne ich mal sportlich. Ein kleines Fenster. Für die Linie der 4. Ah, okay, so, ja. So geht er ja schon deutlich eher, ja. Das sieht nach Anna aus. Moment.
Oder wieder die Ecke drin. Die nicht. Schönes Tempo, ja. Ach, gute Länge. Wenn er so weitermacht, da brennt er nicht mehr viel an. Und da ist es 27 zu 9 und ein weiteres an aus. Ja, ein weiteres ein aus für die Turtle. Und ja, wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, das ist vielleicht nicht so, wenn man so breakt wie er, halt an ausschießt, da 10 Ball eine gute Variante ist. Ja, mittlerweile haben wir nicht mehr viele Möglichkeiten, das da auszuweichen. Das heißt, muss einer Zora anders denken und davon ausgehen, von deinen Spielstärke aus. Die könnte man, ja klar, aber könnte man, bei 9 Ball macht ihr ohne Kitchen Rule oder könnte man sagen, wir spielen mit Kitchen Rule? Ja, das ist ohne Kitchen Rule. Grundsätzlich. Ja. Ja, aber es ist halt schwieriger, macht die Variante zu nehmen. Ja. Mit Kitchen Rule ist es deutlich anspruchsvoller. Ja. Ja, weil er auch nicht den Weg, die Beine. Das sind ja Möglichkeiten für die Hunter ja auch, mehrere Spiele hintereinander zu machen, wenn du nicht mit Kitchen Rule machst. Weil man stellt ja schon ein Bein für die Hunter. Das gesamte Matchplay wäre aber anspruchsvoller, ja? Die Kitchen Rule überhaupt zu erfüllen. Was es für die Hunter jetzt nicht, nicht einfacher macht, klar. Mhm. Aber es ist auch für ihn nicht einfacher, an auszuschießen, wenn er die Kitchen Rule nicht erfüllt. Ja, wir gehen ja immer davon aus, dass mehrere Spiele ein ausgemacht werden, ja, um hier eine die Aufholjagd zu machen. Drybake, habe ich ganz vergessen, habe ich jetzt erst gesehen. Das ist notwendig. So, jetzt ist schon ja, mehr wie Rücken an der Wand bei einem Stand von 19-27. Ja, wir haben noch 3 Leben. 2. Bis dahin. Das dritte Leben ist tot. Oh, wow. Ja. Wie läuft's denn so? Ja, bleibt halt absolut perfekt liegen. Ja, löst es hier. 1 fällt gerade so noch rein. Ja, schon ein Schaulauf der Tödel, ne? Ja, wie gesagt, ich hatte ja schon vor 2 Monaten geschrieben, dass er sich schon deutlich verbessert hat, ja, was er mittlerweile portet und auch angeht, ja, vom Mut her. Ist ja, schon, das ist schon geil. Das ist die Turtle Hunter Base. Tischtempo, alles drin bei ihm. Und Bande auch mittlerweile. Ich schon nur. Ja, ich sagte ja, das ist heute so ein No-Mercy-Tag. Und der ist ja darauf eingestellt, dass Thomas defensiv spielt. Ja. Und er ist halt der Offensiv-Typ. Der will sich gar nicht darauf einlassen. Kann er auch nicht. Ja. Nicht bei der Vorgabe. Also ich finde es halt keine gute Idee, grundsätzlich defensiv ein Spiel zu gestalten, wenn man 18 vorgibt. Ja, man muss ja selber die Spiele holen erstmal. Das bringt dir ja nichts, wenn du gute Saves spielst, wenn du die Liga nicht ausmachst. Ja. So wie er, ja, die Pimp und die Ecke und ähnliches. Oder Save geht aber. Du musst ja die Spiele selber machen. Oh, was war denn das? Das ist ein bisschen zu schnell ausgeführt. So, decelerate oder so heißt es auf Englisch. Keine Ahnung, was auf Deutsch heißt. Also, er ist durch die Kugel gegangen. Ja, zweistellig für Thomas. Wenn Sie von Ihrem Steuerberater mehr als die reine Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen erwarten, dann freuen wir uns auf das erste Gespräch mit Ihnen. Bis bald und viel Spaß beim Zuschauen. Hallo liebe Billardfreunde, hallo liebe Community da draußen. Ihr wisst, das Angebot steht nach wie vor vom AXA Team Pforzheim.
Ja? Wir geben 20% auf alles, außer auf Tiernahrung natürlich. Ne? Ist da. Also schalten euren Ordner von A wie Auto bis Z wie 10. Zentrales Break und Break Foul. Ah, Gott, ey. Erster Break Foul jetzt auch vom Thomas. Die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Aber jetzt zweistellig. Sollen wir nochmal kurz zur Kitchen Rule? Zur Küchenregel, ja. Küchenregel. Küchenregel ist wahrscheinlich die Kitchen Rule mit gemeint. Nein, sehe ich anders. Ja, weil... War das nicht ein Instrument, um die Leute daran zu hindern, Softbreak zu machen? Ganz genau, ja. Das Softbreak ist damit vorbei. Und das war ja... Deswegen hat man auch die neuen jetzt auf den Punkt gebaut. Ja, es ist deutlich anspruchsvoller. Also Satz auf 30. Wir reden ja nicht auf 5 oder 6 oder 7. Wir reden ja von Satz auf 30. Ist das... deutlich anspruchsvoller. Für die Zuschauer ist jetzt noch interessant diese Aufholjagd von Thomas Kirsch. Ja, es wäre doch interessant, 20 Spiele am Stück zu sehen. Wenn der jetzt aufholt, dann... Wer war denn das? Der Mario He, wo so viele Spiele insgesamt geholt hat? Wie viel hat er geholt? Keine Ahnung. Das war schon viel, ne? Aber das war... War das nicht irgendwas um die 20? 18 Spiele oder sowas? Auch Roman Hübler, 4 stand 4 so 21 hat er... Hat er auch das Ding gedreht und geholt. Ja, möglich ist alles. Und jetzt haben wir eine schön winklige hier. Ja, muss halt aufpassen da. Vom Laufweg für die 5. Geht tief in sich. Einmal Butter suchen und zurück. Ja, tief. Links. Tief geht, tief links ist es Standard. Tief links ist. Tief links ist der Stoß. Schlechthin. Damit geht alles. Tief links, wenn tief links geht, einfach alles. Es ist einfach so. Es ist die ultimative Waffe gegen einfach alles. Gegen die Avengers, gegen jeden Winkel. Jeden. Jetzt 4-mal abgesetzt, okay, das sieht man auch nicht oft. Ja, trifft er die 9? Trifft er nicht? Ja. Sorry, Holger, aber. Ja, das sieht er. Ich weiß nicht. Das war zwischen die 9 vermeiden und irgendwie. Ja, genau, ich glaube, der wäre noch. Ja, einfach weicher. Spielen. Ich glaube, der wäre gerade so noch an der 9 vorbei. Aber gut, im Nachhinein. Klassiker auch. Können wir viel sagen. Oh, come on. Jetzt hat er verschießt eine einfache 7. Schon wieder. Ja. Ja. Ein Übergreifer über die 10. Ja. Das ist einmal Geschenk annehmen, macht er 10 zu 28. Holger hat ihm eigentlich die Chance gegeben, sich selbst am Leben zu erhalten. Er nimmt sie nicht an. Thomas wird natürlich mit diesem Ergebnis sehr, sehr unzufrieden sein. Also klare, vergebene Chancen. Also mir fallen jetzt direkt 5 ein, wo er nie machen darf. Nie. Ja, bei der Vorgabe. Also und dann offene Partien liegen gelassen. Also genau. Einfache offene Partien zeigen. Ziehen wir mal die 5 Spiele ab, das wären 22 zu 15, ja, wenn er die immer holt hätte. Ein ganz anderer Spielstand. Es gab ja einen Moment. Sagen wir mal, diesen Momentum, wo er Holger ja im Stuhl gehalten hat, mit genau. Dem Safe-Spielen. Und daraus ist Holger irgendwie gekommen und hat ein paar, 2 Spiele hinterher gemacht. Und jetzt noch 2 Spiele bis zum Sieg. Wo ist die Weiß? Die Weiß ist weg. Das ist nicht gut.
Zumindest nicht für Holger. Ja, aber was macht Thomas? Hat er das jetzt schon abgehakt? Das ist die große Frage. Ja, er wirkt ein bisschen... Kann der hier noch was rausholen? Wenigstens ein paar Spiele, ja. Und nicht komplett hier unterzugehen. Ist natürlich komplett unmöglich jetzt. Unmöglich ist nichts. Na gut, Viertel, drei Viertel unmöglich. Der rollt hinter dir. Nee, der rollt mehr. Der rollt mehr raus. Ja, es ist halt immer schwierig, irgendwas zu gewinnen, wenn der Glaube zu Besuch im Keller ist. Mhm. Man muss halt an alles glauben, was man da spielen will. Ja, Grüße auch Engin. Schaut zu. Vom BV Schierstein von Vereinsheim, nehme ich an. Ja, drücke ja auch ganz doll die Daumen an Thomas, dass er noch ein paar Spiele holt. Am Ende wollen natürlich alle sehen, dass der Handel wenigstens auch gut performt. Gut performt. Ah ja. Und, oh ja. Ja, man merkt das schon an die... Er ist aufgegeben. Also ich sage ja. Aufgegeben. Ja, ja. Das war... Ja. 10 zu 29, on the hill. Nicht vergessen, unser Jugend-Event. Vierte Übung ist online. Gibt das weiter an die Jugend oder an den Verein, die ihr, wenn ihr vorhabt, eine Jugendarbeit zu betreiben oder die Jugend in eurem Verein unterstützen möchte, gibt das weiter. Youth Be the Champion auf Facebook. Findet ihr auf YouTube die Übung. Tolle Geschichte, hat so in der Form auch noch nicht gegeben, ja, wo du einfach nichts dafür machen musst, außer anmelden. Holger, sein letztes Break. Boah. Hast du es gesehen, wie das da reingesprungen ist? Das war ein Häschenfahrer. Wie sie das reingehüpft. Das ist original reingehüpft. Ja, also alles außer den Fliesenboden ist gut, ne? Da sind die Kugeln schon mal ein paar Mal runtergefallen. Und das ist nicht schön. Ja, sehr schnell spielt er jetzt. Klar. Kein schöner Winkel. Ach, die 4 liegt da drüben. Doch, okay. Alles gut. Den Unterschied schon groß. Von den Farben her. Mhm. Ja, ich meine eben aufgrund dessen, dass die 4 und die 5 auch schwer zu unterscheiden, haben die es wieder in Lila und so gemacht. Damit die dann auseinandergehalten werden kann. Ja, bei dem anderen Satz, ja. Bei dem Black-Satz. Da macht das Sinn. Warum spielen wir halt eigentlich nicht mit dem Black-Satz? Nicht erzählen wollen. Warum spielen wir heute nicht mit dem schwarzen Satz? Ja, das hat sie jetzt so eingebürgert. Okay. Das war bei Achball irgendwas ganz gut. Aber wir haben ja jetzt schon viel mit den schwarzen Sätzen gespielt, aber die sind gewöhnungsbedürftig bei unseren Zuschauern. Das heißt, für alle anderen Hunter könnte man theoretisch sagen, ich spiele lieber mit dem weißen oder lieber mit den schwarzen? Nee, wir haben das jetzt schon mal. Es gab jetzt keine feste Regel, wo ich sage, ich spiele mit denen oder mit denen. Ja. Hm. Kann auch gut sein, dass es wieder zurückkommt. Auch dadurch, dass letzter Zeit viel Achtball gespielt wurde, haben wir jetzt die weißen Sätze benutzt. Und Farben. Na.
Ball in den drei Bälle. Oh ja. Eieieiei. Ja, liebe Community. Was sollen wir sagen? Wir hatten noch mehr gehofft. Es ist und bleibt einfach schwere Aufgabe, hier gegen die Turtle in dieser Form zu bestehen. Ja. Und zumindest in 9x10-Ball, sage ich. Im 8-Ball hat man deutlich eher Chancen. Ja, wir werden unsere Hausaufgaben natürlich machen und schauen, dass es hier ein bisschen attraktiver wird. Aber es gilt natürlich, wer sich hier durchsetzt, am Ende hat es auch verdient. Und es ist möglich. Und ja, verabschieden wir uns hier einen kurzen Abend und wünsche euch einen schönen Samstagabend. Auch von mir, schönes Wochenende. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. So, liebe Community, da sind wir zurück in der Turtle Hunter Base nach dem Spiel gegen Thomas Kirsch. Und ja, vielen herzlichen Dank nochmal, Ratapol Sassmann, für die Einführung, für die Verlosung. Marc Meiland natürlich an der Stelle herzlichen Glückwunsch zum Gewinn für den Platz. Und du wirst hoffentlich heute etwas zugeschaut haben. Und dann hoffe ich, dass du mit der Vorgabe natürlich hier richtig nervös in der Turtle Hunter Base ankommst. Thomas, ja, schön, dass du da warst. War trotzdem ein etwas kürzerer, wie erwarteter Abend. Am Anfang habe ich einige Sachen schnell ausgelassen, dreimal, glaube ich, im Loch liegen lassen, 10 verschossen, 4 Spiele weg. Dachte ich, okay, wenn Thomas jetzt die Chancen annimmt und vernünftig ans Laufen kommt, ja, dann kann es eventuell tatsächlich spannend werden. Dann hast du natürlich auch 1-2 Fehler gemacht. Dann habe ich, glaube ich, insgesamt 3-4 an aus auch geliefert. Und Rainer Biermann, ne? Special Frage natürlich, Thomas, woran hattet ihr legen? An der Vorgabe. An der Vorgabe. Ja, das kann ich nicht schaffen. Ich bin nicht der, 10-Ball-Spieler. Ich mache nicht dieses An-Aus-Modus, den habe ich nicht. Haben wir kurz drüber gesprochen. Diesen Anstoß habe ich nicht dafür. Und so wie ich spiele, das über 30 Spiele, da wäre ich wahrscheinlich, vorher hätte ich wahrscheinlich noch eine Stunde Pause gebraucht oder so, weil das kostet zu viel Kraft. Und ja, wenn du dann loslegst, da ist deine Distanz so kurz. Und ja, du hast gut gespielt. Viel an ausgeschossen. Ja, dann hast du mir ja nochmal quasi, hast du mich ja nochmal gebeten, wieder in Stoß zu kommen mit deinem ersten Breakfoul, wo ich da diese 6 Stoppbälle hatte. Oh, das war natürlich cool. Das war ein richtig gutes Break. Man, dann kriegt ihr am Ende den Kick von der 3 negativ hinten rein, wo die Platte da lag, wo ja. Ich dachte, oh, das ist ein Geschenk. Ja. Und dann habe ich. Und die hast du ausgelassen? Ja, ich habe dann einfach im Kalender geschaut. Ich habe gesagt, das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben weder Weihnachten noch Nikolaus. Und da habe ich es höflich abgelehnt.
Ah, okay, gut, so war das. Ja. Also nein, du hast gut gespielt. Mit der Partie habe ich tatsächlich nicht mehr gerechnet. Ich habe auf mein Glück gebaut. Ich dachte, wenn mal alles zusammenkommt, so alles Glück der Welt, dann kann ich schaffen. Aber es hat nicht sollen sein. Ja, ich fand, du hast eine interessante Variante gewählt. Am Anfang kam es mir vor, eher wie ein Sicherheitsbreak beim 10-Ball mit Option, früh auszusteigen oder doch in Sicherheiten zu gehen, das ist kontrolliert die Eins zu machen. Ja. So hatte ich es so gefühlt. Das hat, glaube ich, am Anfang dann auch einmal oder so funktioniert. Danach habe ich ja die Partie wiederum direkt abgenommen. Mhm. Dann bist du umgestiegen wieder auf das normale Break. Dachte ich, okay, ich habe ihn verunsichert. Er weicht wieder ab von seinem Plan. Ja, und ich habe dann tatsächlich, habe ich gedacht, ich probiere es einfach mal. Mhm. Wenn der Break bei mir kommt, ist meine Ausschießquote natürlich auch hoch. Aber bis er halt mal kommt, werde ich wahrscheinlich noch 3 Jahre an der Platte stehen. Und den Break, den ich gespielt habe von der Seite, das ist tatsächlich mein offensives Break. Das war dein offensives Break. Das ist mein offensives Break. Den Safe Break, Razapur kennt ihn schon, den habe ich gar nicht ausgepackt. Weil ich habe gedacht, so, okay, wir wollen jetzt die Zuschauer auch nicht komplett vergraulen. Du, es waren am Anfang schöne Safe-Partien auch dabei. Wir haben konsequent am Anfang mal auch ein paar Saves gespielt. Ja. Ja, die ganz gut. Du hast ein paar hervorragende Dinger ausgepackt im Safe-Bereich, wo ich tatsächlich überhaupt nicht rauskommen konnte. Zweimal mindestens. Wo absolute Tod-Saves waren, die waren richtig gut. Ist aber gefährlich für mich, weil mein Resave-Spiel war nicht gut. Also wenn du dich auf ein Safe-Battle einlässt, dann solltest du auch ein paar Waffen dabei haben. Und mein Resave-Spiel hier über Vorbande, weiß ich nicht, wo ich lande im Moment. Und deswegen war es eigentlich auch keine Option, jetzt sehr defensiv zu spielen. Also Ja, aber der Tisch war ja trotzdem Heimspiel für dich, ne? Im eigentlichen Sinn. Du müsstest ja gut mit dem Tisch eigentlich zurechtkommen und auch vernünftig wissen, wie er läuft. Ja, stimmt. Ich habe nur keine 27 Grad in der Bude. Ah, 27 waren es nicht. Gefühlt. Gefühlt. Ja, mir war es gefühlt zu kalt noch, weil die Außentemperatur regelt den Raum so schnell runter, dass du eigentlich gar nicht richtig warm in dem Raum bekommst. Ja. Deswegen muss die Klima immer viel mehr eingestellt haben, damit du überhaupt mal 21 Grad schaffst. Ja. Und die, denke ich, haben wir heute Abend auch gerade so erreicht. Aber nun gut, liebe Community, ihr habt es gesehen. Thomas Kirsch hat es auf jeden Fall versucht, hat die Eier gehabt, herzukommen. Hat der Turtle entsprechend 18 vorgegeben. Das ist natürlich auch eine mutige Challenge. Dann darf man eben die Turtle ans Laufen bringen. Am Anfang ganz klar ein paar Fehler gemacht, ein paar Bälle in den Löchern liegen lassen, wo ich dachte, das könnte so ein Abend werden, der spannend wird. Aber dann irgendwann ist natürlich das Thema immer so, wenn sie dann läuft, dann läuft sie. Dann weiß ich natürlich auch mit 18 Spielen vor, dann muss Thomas schon sein A++-Spiel abrufen, dann muss der Break auch funktionieren. Das hat man bei Juri Piskloff gesehen. Gratulation zum deutschen Meister. Man hat es ja in der Base gesehen, was der junge Mann liefern kann qualitativ. Insofern kann man nur sagen, wer hier war, ist danach deutscher Meister geworden. Also für die Zukunft, für alle, die vielleicht nochmal deutscher Meister werden wollen, kommt erstmal hierher, unmittelbar vor der Deutschen, und dann seid ihr auch entsprechend gut vorbereitet. Ich warte auf meine Chance, wenn ich mal mit weniger Vorgabe mal ein bisschen spielen darf. Aber in dem Bereich mit den Vorgaben, da gehöre ich jetzt nicht rein. Das ist natürlich sportlich, da gibt es andere, die dir dann das Leben schwer machen können. Aber gut, es hat Spaß gemacht. Einer hat dazu geguckt, der Dame Max Lechner. Ne? Natürlich sind da ein paar Jungs dabei, die einfach auch das Break perfekt drauf können. Roman Hübler natürlich, Ralf Suke und. Ja, wo man sagen muss, die haben halt natürlich eine extrem gute Break-Qualität. Das übersteigt bei weitem. Ich meine, bei so einer Performance können die Vorgaben natürlich auch wieder rückläufig werden. Ne? Das kann denn natürlich passieren. Wir warten mal ab, wie viel am Ende natürlich ins Ziel kommen. Ja? Ich meine, wenn ich es tatsächlich schaffe, eine 25-30% an Ausquote zu haben von den Chancen, dann ist das definitiv im 10-Ball, dann darfst du, die Gefahr ist halt immer da am Ende des Tages. Ne? Ja, ja, okay. Thomas, magst du noch jemanden grüßen zum Schluss? Ja, ich grüße meine Family. Sehr schön, an dem Sinne natürlich unser Marco Schmidt auch nochmal vielen herzlichen Dank fürs Kommentieren, dass er sich heute mit ins Auto gesetzt hat, hier in die Base kam und wieder mal einen richtig coolen Kuchen rausgezaubert hat. Ich denke, wir trinken jetzt noch schnell einen in der Küche zusammen, rauchen eine, keine Ahnung, weiß ich nicht. Heute ist, glaube ich, Joint-Tag. Ja, Marihuana ist ja jetzt legalisiert. Die Grünen haben, glaube ich, gesagt, Joints sind jetzt in. Wir sind ja eh eine grüne Truppe. Insofern passt das zu uns. Mal gucken, was der Abend noch hergibt. Und morgen sehen wir natürlich Willi Georg, der Mann, der returned in the base. Nach dem letzten Mal hat er sich, glaube ich, im 9-Ball verzockt. Diesmal geht es im 10-Ball der Turtle nochmal ans Leder. Und ich bin mal gespannt. Willi ist schon, glaube ich, angereist, ist im Hotel, macht dort entsprechend Sauna, Solarium und hat Stewardessen für heute Abend gebucht, damit er morgen tiefenentspannt hier in der Base ankommen kann.
freue mich natürlich auf ihn und auf euch morgen ab 14 Uhr, 14.30 Uhr sind wir wieder live in der Base. Schönen Abend und bis morgen.